Und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Wir haben zuletzt jetzt Zane quasi in unser Team integrieren können. Und wir haben ja noch ein paar andere Missionen, die wir hier erledigen können. Ich glaube, die Matriarchin ist ja auch hier, die wir in unser Team aufnehmen wollen. Und nun erstmal das Video, wie Zane zu uns stößt. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ganz ruhig, Leute. Wir haben alle dasselbe Ziel und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Jawohl, Sir. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Na, nicht beobachten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Ja. Dann würde ich sagen, nächste Mission, Jacob und Zane, wa? Und wir haben natürlich wieder neue Forschungssachen freizuschalten. Das heißt, da gehen wir erstmal direkt hin an den Terminal. Waffen-Upgrades. Die Maschinenpistole. Die schwere Pistole. Und das Sturmgewehr kriegt auch nochmal mehr Schaden. Haben wir sonst noch was? Sturmgewehr, Präzision, sehr schön. Noch mehr Waffen-Upgrades? Ne, das war's. Panzerung. Biotische Wirkungsdauer. Das Aufrechterhalten eines Masseneffektfeldes erfordert ständige Konzentration. Plus 20% Dauer von biotischen Kräften. Sehr schön. Haben wir noch eins, was da offen ist? Nein. Prototypen, fortgeschrittenes Training. Haben wir denn neue Sachen hier drin? Ne, nur die Inferno-Granate. Gut. Dann quatschen wir mit unserem Salarianer. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Krogane an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams, Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Okay, das heißt, jetzt haben wir für Morden auch die kleine Nebenaufgabe, um die hundertprozentige Loyalität zu gewinnen. Was sagt denn Jacob so? Ich hoffe, wir können klären, was mit der Grandsberg los ist, Commander. Ich bezweifle sehr, dass mein Vater nach so langer Zeit noch am Leben ist. Ist noch etwas? Ich würde nur gern aufbrechen. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Commander. So. Commander. Zanes spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt. Und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Viele Frauen stehen auf böse Jungs. Das ist ein dummes Klischee. In meinem Fall trifft es zwar zu, aber trotzdem. Wie auch immer, was gibt's? Das wäre alles. Ich wollte eigentlich darauf...
Ja, ungelesene Nachricht wollte sie wahrscheinlich gerade sagen. Bloodpack-Anlage entdeckt. Planeteninformationen. Sadaban, Xecha-System, Würgeschlund. Wir haben die Dateien dechiffriert und analysiert, die sie auf Tarit sichergestellt haben. Die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Sadaban geschickt, vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Bloodpack derzeit eine Invasion von beträchtlichen Ausmaßen plant. Die Zerschlagung der Operation auf Sadaban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar ganz zum Scheitern bringen. Morden, es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Mordens berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkung der Handelsgesetze der Zitadelle. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder genbiotische Xeno-Umgestaltung. Morlin hat ein großes Angebot, wonnespendender Produkte. Alle Spezies und Geschichte bestellen online bei Mordens berühmten Extranet-Site. Direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkt mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane ist nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Yeah, meine erste Spam. Nun, dann gehen wir mal nach unten. Zu den Mannschaftsquartieren. Dann wollen wir noch mit Garrus reden. Aber ich glaube, hier bei der Lebenserhaltung müsste jetzt Zane drin sein, ne? Ja, da ist er. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja, ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanna das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Okay. Kontakt zu New Kenton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Dann reden wir nochmal mit dem Doc. Ob der da vielleicht helfen kann. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Nichts dergleichen, schade. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Na gut, dann würde ich aber sagen, die großen Crew-Gespräche machen wir ein andermal. Ich wollte eigentlich jetzt ja nur mit Zane reden. Zwecks seiner Krankheit. Also wieder auf zum Kampfinformationszentrum. Und dann wollen wir mal wieder andocken. Wobei jetzt... Ich würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Jack würde gerne mit mir reden. Ich habe kürzlich Said getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Wie auch immer, was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Garrus hat eine Nachricht erhalten und seitdem glitzern seine Augen voller Zorn. Vielleicht sollten Sie unten am Hauptgefechtsstand mal mit ihm reden. Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Grunt wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Okay, nach den Informationen werden wir also doch nochmal mit unseren Leuten reden müssen. Denn eine unruhige Crew, wer will das schon? Also erstmal auf zu meinem besten Kumpel Garrus, mit dem ich ja schon jede Menge... Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? ...jede Menge Scheiß durchgemacht habe. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Wow. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard.
Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Kein Problem. Die nächste Loyalitätsaufgabe quasi. Die werden wir auf alle Fälle werden wir die machen, bevor wir in den Omega-Nebel fliegen. Jetzt runter noch zu Grunt und Jack. Ich bin gespannt, was Jack von mir will. Nicht, dass sie mich flachlegen will. Ho, 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 ho. Einige Leute stehen hier auf Tattoos. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, habe ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt, aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Sie stehen aber auf die Macht, die Sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Wie sind Sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich habe es geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Ja, nach Pragia fliegen. Hat sie denn sonst was zu erzählen? Ich muss nach Pragia, Shepard. Bald. Ich werde darüber nachdenken. Aber jetzt muss ich gehen. Okay. Damit wir Jacks Loyalität quasi auch kriegen. Das wird wahrscheinlich Miranda gar nicht gefallen, aber das ist mir dann eigentlich wurscht. Da ist Tali. Seit neuestem richtig gute Sachen. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth of Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann immer noch nicht glauben, dass alle anderen tot sind. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat.
Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Okay, aber wie geht's denn dir? Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandie wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie, Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Aber trauen tun wir trotzdem nicht. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. So, und jetzt fehlt eigentlich nur noch Grunt auf der Liste. Genau, der müsste... Na, hier ist Said. Aber der erzählt uns wieder eine neue Geschichte. Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Kroganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Ja, sehr schön. Nun aber ab zu Grunt. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aokiya hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Ja. Und die nächste Aufgabe, um Loyalität zu gewinnen. Pure Loyalität. Und jetzt geht's wieder ab zum Kampfinformationszentrum. Von 4 auf die 1. Das ging aber jetzt relativ schnell. Haben wir noch irgendwelche neuen Informationen jetzt bekommen? Nein. Nun gut. Wir sind aber auch schon wieder am Ende der Folge. Ein paar Crew-Gespräche, die müssen ab und zu nun mal sein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Mass Effect 2.